Und herzlich willkommen zum neuen Let's Play. Hier ist euer Hunter vom Playground Let's Play und ich lade euch herzlich ein, mit mir gemeinsam ein kleines emotionales Abenteuer zu erleben. Wir spielen Last Day of June, ein Spiel der Liebe, der Freude, der Hoffnung, aber auch der Trauer und des Verlustes. Unsere Protagonisten seht ihr geradeaus zu. Links der kleine Karl und rechts seine anvertraute June. Nach hier ist übrigens auch dieses Spiel benannt, also daher bin ich ein bisschen gespannt, was hier alles passieren wird. Okay Leute, ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Let's Play. Oh, guckt euch das an. Wie lieb sie zueinander sind. Hallo. Ui, ist kalt. Okay. Karl weist auf das Auto. Ich vermute mal, sie wird wahrscheinlich ihre Jacke oder vielleicht einen Pulli im Auto gelassen haben. Okay, Karl, komm. Sei Gentleman. Oh Gott, sind die süß miteinander. Aber eine Frage stelle ich mir gleich vom Beginn schon. Wozu braucht Karl eine Brille? Er hat gar keine Augen. Okay, ist aber ein anderes Thema. Komm, Karl. Deine Freundin ist kalt. Und wir möchten bitte gucken. Was haben wir hier? Eine Blume. Können wir die vielleicht mitbringen? Warte mal. June, ich habe was Schönes für dich. Mäuschen, hier. Oh. Ja, wunderschön. Ein hübsches Mädchen bist du. Okay, aber hier ist nach wie vor kalt. Komm, Karl. Da sollten wir einen Griff kriegen. Noch eine weitere Blume. Oh, ich verstehe. Sie liebt mich. Sie liebt mich nicht. Sie liebt mich. Sie liebt mich nicht. Sie liebt mich. Was Glückspilz du doch bist. Und allein dieser Grafikstil ist schon echt faszinierend. Also man hat natürlich keine wirkliche Tiefenwirkung, weil die Grafik irgendwie nach 3-4 Metern Entfernung absolut durch einen Filter wahrscheinlich unscharf gerechnet wird, aber es sieht echt phänomenal aus, richtig schön. Ein Spielplatz. Da kommen sofort Erinnerungen wieder hoch. Auch bei mir gerade. Okay, ich kann aber weder schaukeln, noch klettern und rutschen. Eine schöne alte Wippe. Ach, wie niedlich. Wie idyllisch das Ganze hier gemacht ist. Richtig schön. Ein kleiner Spaziergang durchs hohe Gras. Aber da vorne müssen wir hin. Da ist das Auto. Ich vermute mal, wir müssen Junes Jacke oder eine Decke vielleicht holen. Da liegt es. Komm, Karl. Mach dich lang. Ich vermute mal, es war auf die falsche Seite. Vielleicht ist er aber auch mit diesem wirklich überdimensionalen großen Kopf einfach hängen geblieben. Wir wissen es nicht, aber wir machen es mal von der anderen Seite. Das müsste gehen. Ah, guck mal. Na siehste, geht doch. Okay, komm, Großer. Zurück zu deiner Angebeteten. Lass sie nicht warten. Ich wollte hier noch eine zweite Blume mitnehmen, aber es geht anscheinend nicht. Die hätte sich auf der anderen Seite hinter das Ohr stecken können. June, mein Schatz. Hier ist deine Jacke. Was für ein schöner Tag das doch ist. Oh, was malst du denn? Wir dürfen nicht gucken. Wie süß. Da. Och, wie niedlich. Wir sind ihr Superheld. Oh, klasse, ein Geschenk.
Ja, na klar, darfst du es auspacken. Selbstverständlich. Was? Was geschieht hier? Haben wir das Ganze nur geträumt? Aber es ist so toll, wie liebevoll sie miteinander umgehen. Total herrlich. Genau, June, pack mal die Brille weg. Die braucht unser Karl sowieso nicht. Ich wüsste nicht, wofür ohne Augen. Das sieht auch... Hallo? Wer ist da? Komm, wir gehen mal hin. Wir können uns hier frei umgucken im Haus. Hi! Ja, ein heißer Feger, dein Karl, auf jeden Fall. Okay, wer hat hier geklopft? Ja, ich komme ja schon. Keine Hektik. Oh. Opa mit dem Geschenk. Ist es das Geschenk für Karl? Sind wir in die Vergangenheit gereist? Ein Rückblick? Ja, danke Opa, mach's gut. Wie süß, dass er seinen Schlüssel so am Gürtel hängen hat. Total niedlich. Okay, also es ist wirklich das Geschenk anscheinend von unserem Karl. Ich vermute mal, das Ganze ist ein Rückblick, wie wir an das Geschenk gekommen sind. Okay, wir können es jetzt hier auf den Tisch ablegen. Ein ganz knuffiger, ganz niedlicher Grafikstil. Okay, vielleicht doch nicht. Das hat so natürlich schön das ganze Besteck herumdrapiert, aber das war es dann wohl doch nicht gewesen. Was haben wir hier? Ein Schriftstück. Oh, June. Ich vermute mal, ja. Wollen wir das Karl zumuten oder zutrauen, dass er das gemalt hat? So hübsch? Wenn ja, ist ihm das wirklich hervorragend gelungen. Gar keine Frage. Tja, an sich liebendes Pärchen. Oh, weiteres Bild. Auch hier bei einem schönen Ausflug am See. Ja, die beiden verbindet auf jeden Fall was. Das kann man echt schon mal sagen. Oh, die Familie. Ah, ganz rechts ist der Opa. Okay. Den kleinen Jungen mit dem Fußball haben wir gerade auch schon gesehen. Tja, vielleicht bringen wir es noch genauer in Erfahrung. Also wie es aussieht, können sich unsere Protagonisten nicht richtig mit Worten verständigen, sondern mit emotionalen Ausdrücken. Mit Seufzen, mit Stöhnen, mit Krächzen. Okay. Ihre Galerie anscheinend. Also ich vermute mal, dass June hier wohl die ganzen Kunstwerke gemalt hat. Wer ist das? Aha. Vielleicht der ungeliebte Bruder? Ich weiß es nicht. Wir machen es nochmal. Okay, also wirklich begeistert ist unsere June von ihm nicht gerade. Wen haben wir hier? Vielleicht ihre Schwester? Könnte das sein? Ich würde mal fast vermuten, ja. Oh, das ist doch June. June, Mäuschen, hier bist du. Ach, sei nicht so hart mit dir selber. Du bist eine Hübsche. Mal von den Augen, mal gänzlich abgesehen. Das scheint in deiner Familie ein Standard zu sein. Okay. Also entweder ihr Sohn oder der Neffe. Aber dafür ist... Weiß nicht, dafür ist die Emotion nicht groß genug, dass es ihr eigener Sohn sein könnte. Ja, der Opa. Ja, den Opa hat sie lieb. Okay, das war eindeutig. Ein Kussgeräusch für den Opa. Oh, die nächste Option, wo wir das Geschenk hinlegen könnten. Oh, das hast du aber süß gemacht, June. Ich glaube, du musst deinen Karl ganz besonders lieb haben. Okay, aber es ist nicht die Stelle, wo June... Oh, der Schatten ist ja niedlich. Das ist nicht die Stelle, wo June das Geschenk für ihn aufbewahren möchte. Weitere Bilder, weitere Räume hier oben. Okay, aber die Bilder haben wohl keinen emotionalen Wert für sie. Zumindest kann ich hier keine Regung entlocken, aktuell. Ja, ich würde mal sagen, wir sind wohl hier im Schlafzimmer, oder?
können wir nichts machen. Teddybärchen schläft. Ach, da vorne. Okay. Teddybärchen macht Haja. Alles so, wie es sein soll. Genau richtig so. Okay, auf den Nachttisch. Mit Teddy. Nein, immer noch nicht? Ja Gott, wie groß ist denn das Haus? Komm her, wir finden die Stelle schon. Guck mal, vielleicht hier vorne im Erker. Das ist eine Möglichkeit. Auch da können wir das Geschenk ablegen. Welche Stelle ist für June gerade gut genug, damit sie ihren Karl überraschen kann? Mit einem Herzchenkissen. Auch nicht. Na gut, aber dann bleibt ja nicht mehr viel. Dann kann er lediglich noch in diesem Raum hier, oder habe ich unten was übersehen? Alternativ werden wir gleich gucken gehen, natürlich. Okay, ein weiterer Raum, in dem relativ viele Leinwände stehen. June scheint echt richtig begabt im Zeichnen zu sein. Auch hier oben ein weiteres Bild. Oh, der See. Ich glaube, jetzt hat's es. Das muss der See mit dem Steg sein, den wir gerade eben waren. Oh. Dürfen wir gratulieren? Sollte June wirklich in froher Erwartung ein Kind erhalten wollen? Ich bin gespannt. Ach du Heiliger, wer ballert denn hier rum? Das kann doch nur der ungeliebte Bruder sein, komm. Können wir hier rausgehen? Nee, am Fenster. Komm Karl, guck mal raus, was hier los ist. Heine. Natürlich, mit Kanonen auf Spatzen. Alter Verrückter. Das ist ja auch süß. Okay, aber ich vermute einfach mal, dass der Junge... Ich vermute mal, es hieß June. June, wo bist du? Der Junge hier draußen scheint wohl nicht June und Karls Sohn zu sein. Dafür war die Emotion nicht groß genug gewesen. Also vermute ich mal, vielleicht... Der Sohn von Junes Schwester? Der Neffe? Ach, wir können mal gucken. Wie steht denn überhaupt Karl zu den ganzen Familienmitgliedern? Okay. Eindeutig, Opa scheint ein relativ witziger zu sein. Der kleine junge Mann. Oh, wie süß und drollig. Okay. Seine geliebte June. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Mit Kussgeräusch. Das war, glaube ich, sehr eindeutig gewesen. Ja, Junes Schwester schon ein bisschen anders. Vielleicht ist es auch unser Bruder. Ich meine, der hat auch relativ wenig Haare auf dem Kopf. Tja, ich glaube mal, das scheint das schwarze Schaf der Familie zu sein. Es ist auch jetzt nicht völlig normal, dass man mit Kanonen auf Spatzen losgeht, ne? Hallo? Oh! So ein bisschen geniert sie sich gerade, ne? Wofür? Okay, hat sie sich wohl etwa Werkzeug ausgeliehen? Ohne dass wir davon wussten? Macht man sowas denn? Ich glaube nicht. Alles klar, wir suchen weiter nach June. June, Herzchen, wo bist du? Oh, guck dir das an. Sie hat dich lieb, Karl. Sie hat dich wirklich lieb. Honey, wo bist du? Honey? Oh, das Bild. Und auch für Karl scheint es ein ganz besonderer Ort zu sein.
Vielleicht haben sie sich dort kennen und lieben gelernt. Honey! Oh, da bist du ja. Okay. Ein kleiner Ausflug zum See. Ist das schön. Sie sind so liebevoll und gehen so toll miteinander um. Total herzergreifend. Ja, es war wirklich ein Rückblick. Ein Rückblick darauf, wie es dazu gekommen ist, zu diesem Treffen hier am See. Okay, Karl, komm. Mach dein Geschenk auf. Pack es aus. Guck rein. Hallo? Mhm. Na klar darfst du. Oh, oh. Beides ist gar nicht gut. Sowohl das Gewitter, wie auch, dass mein Controller fast leer ist. Okay, Karl, komm. Oh nein, es fängt an zu regnen. Komm schnell zum Auto hoch. Ist das süß, wie die laufen. Ach, guck dir das Panorama an. Es ist einfach nur herrlich. Total schön. Okay, Herzchen. So. Musik wird gerade relativ bedrohlich. Ich weiß nicht warum. Aber ich würde sagen, wir starten mal das Fahrzeug. Oh nein, nicht ernsthaft. Okay, wir versuchen es nochmal. Na siehste, geht doch. Oh oh. Okay, muss ich sogar selber jetzt hier steuern? Tatsache. Wie nett ist das denn bitte schon gemacht? Ein klasse Gefühl, ein klasse Feeling. Okay, ihr beiden. Ich bringe euch sicher nach Hause. Okay, geradeaus tue ich einen Tunnel und dann sind wir auch fast schon da. Und nochmal herzlich willkommen zu Last Day of June.